Hallo, herzlich willkommen. Ich bin seit so vielen Monaten endlich mal wieder vor laufender Kamera. Heute hier aus dem wunderschönen Mainz. Man sieht, Mainz ist wirklich wunderschön. Hier mal einen Blick nach draußen. So, das war ursprünglich meine Wohnung, jetzt nicht mehr, aber ich habe hier auch schon studiert. Und ja, warum ist es jetzt in letzter Zeit nicht so viel passiert? Es liegt einfach daran, weil ich ja kaum Turniere gespielt habe. Nee, ich habe die deutsche Meisterschaft übrigens gespielt und bin da zum ersten Mal in den Preisen gelandet als Siebter. Bin ich aber trotzdem, das war auch mein Setzlistenplatz, von daher nicht besonders zufriedenstellend. Und danach habe ich gespielt in, aufpassen, in Stockholm, in Rilton Cup. Da bin ich auch wieder ganz gut gestartet. Mit 3,5 aus 4 auch gegen Großmeister gewonnen. Aber dann habe ich später doch noch gegen Schwächere verloren. Das war unglaublich. Und dann auch minus ein Elo. Also ja, meine Elo, die ist immer so zwischen 2,15, 2,515 so etwa. Ja, es hat sich in letzter Zeit nicht viel getan. Ja, am letzten Sonntag habe ich auch noch meine Chance auf eine weitere GM-Norm weggeschmissen, als ich nicht nach Belgien gefahren bin, sondern lieber meiner deutschen Mannschaft helfen wollte. Und da hab ich der aber fast, war ich fast der Einzige, der gewinnen konnte. Also ja, ich stand total auf Gewinn zwischendurch, zwei andere Kollegen auch, aber wir haben dann insgesamt 6,5 zu 1,5 verloren und dann hätte eigentlich alles nicht sein müssen. Ja, hätte ich vielleicht auch besser in Belgien gespielt. Und jetzt bin ich irgendwie so down und muss mich irgendwie wieder hochpushen. Versteht ihr überhaupt noch meine Sprache? Ja, und sonst kann ich jetzt auch nicht viel sagen. Also wie gesagt, Mannschaft steigt wahrscheinlich nicht ab, wie immer. Und ich hole auch keine GM-Norm, wie immer. Habe jetzt Semesterferien, überlege noch in Karlsruhe das Neckar Open zu spielen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich dafür Zeit habe. Denn direkt einen Tag nach dem Neckar Open ist eine Klausur. Was ich studiere, wisst ihr doch alle, so Mathematik mit Nebenfach Prostitution. Man versteht sich hier blendend. So, und habe jetzt vor, die nächsten Tage auch nach Berlin zu fahren. Das ist nämlich meine absolute Lieblingsstadt. Und dort kennt mich zwar nicht jeder, aber dort kann ich am besten die Sau rauslassen. Denn ansonsten werde ich von allen möglichen Leuten verfolgt. Und die Berliner sind anders, die sind da etwas lockerer und die, ja, finden eh nicht meinen geheimen Aufenthaltsort raus. Gut, ich habe überlegt, wir machen mal ein bisschen Geschwätzbullet, auch wenn ich damit jetzt gerade nicht wirklich geübt bin. Wollen wir mal gucken, ob das noch funktioniert. Euch wünsche ich natürlich auch viel Glück, euch Schachprofis und Nicht-Schachprofis. Übrigens, Klavierstücke habe ich auch gelernt, aber auch wenig in letzter Zeit. Wie gesagt, es tut sich nicht viel, deswegen mache ich auch so wenig Videos. Des Weiteren. Ja, mein nächstes Turnier, großes Turnier, also außer dem Neckar Open vielleicht, werde ich vielleicht am Anfang mal die Hessenmeisterschaft spielen. Sollte drin sein, denn ich habe ja mein Ziel, nächstes Jahr deutscher Meister zu werden, ne? Aber das bitte niemandem verraten, ja, sonst machen auf einmal alle Guten mit und wollen es verhindern. Gut. Ansonsten nicht mehr viel zu sagen. Wollen wir mal anfangen mit dem Geschwätzblitz, oder? Wollen wir mal gucken. Und zwar hier auf schach.de habe ich Geschwätzblitz gesagt. Ich meine natürlich Geschwätzbullet. So, machen wir mal Rated RKO. Ja, ich glaube, ja. Oh, habe ich verraten, mein Nickname. Ich guck mal, ich glaube, nee, der hat ein bisschen weniger im Bullet. Ja, genau. Dann machen wir mal eine ordentliche Formel. Machen wir mal die Formel ab 2000 und höher. Und dann sage ich euch ein bisschen was zur Partie. Ich weiß nicht, Geschwätz-Bullet, das gab es ja noch nie. Ich glaube, das hat noch nie jemand gemacht. Aber ich mach's jetzt einfach mal.
Guck mal, oh, nur 10 Empfänger des Angebots. Natürlich um diese Uhrzeit spielen nicht viel. Die meisten spielen abends. Und das ist ja jetzt auch noch Samstag. Halte ich mal so ein bisschen die Kamera. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ja, wie es aussieht, zu wenig Empfänger, also mache ich die Formel aus. Jetzt sind es 79, jetzt sollte jemand annehmen. Dann sage ich mal so ein bisschen was über die Partie. Ich spiele natürlich E4. Gut. Oh! Dann haben wir jetzt so einen komischen Benoni-Aufbau. So, ich muss mich beeilen. Der Springer gehört halt nach C4 und auf A6 immer A4 spielen. Das solltet ihr euch merken. So, jetzt könnte ich auch A5 spielen. Ja, ich mache mal den. Auf Springer B6 und Springer E3. Dann greife ich den Läufer auf F5 an. So, A5. Den Bauern festlegen ist auch immer gut. So, jetzt könnte ich auf A6 schlagen oder eben, glaube ich, noch stärker Springer nach C6 bringen. Er muss jetzt die Gabel Springer C6 verhindern, macht er auch. So, ich gehe natürlich trotzdem den Springer hin und schnapp mir den Bauern. Jetzt könnte er vielleicht Springer schlägt D5 machen, er glaube ich geht nicht. Gut, also ein Bauer ist weg und jetzt droht auch noch ein Springerabzug. Das ist ganz schlimm für ihn. So, wo gehe ich am besten hin? Nach D4. So, die Dame ist angegriffen, sollte ziehen. Oder er opfert die Dame. Nee, natürlich. Er hat unter 2000, also denkt er nicht mehr dran, die Dame zu opfern. So. Qualle gewonnen. Sollte leicht zu verwerten sein. Greife ich nochmal die Dame an. Jetzt schaut nun mir jemand zu. Ich will mal die Dame tauschen. Dame D1 war vielleicht besser. Jetzt verliere ich den D-Bauern. Ich gehe wieder zurück. Gehe wieder nach D1. Dame wieder nach G6. Dann Läufer F4. Läufer entwickeln. Ich habe deutlich mehr Zeit. Ich habe 20 Sekunden mehr Zeit. Und das, obwohl ich rede. Also, es geht alles. Ich finde, es ist wirklich kein großes Handicap, nebenbei noch ein bisschen über die Stellung zu quatschen. Man muss ja auch nicht alles Mögliche kommentieren, aber Schweigen ist dann auch nicht nötig. Ja? Man kann immer irgendwas sagen wenigstens, dass es etwas lebendig vorkommt. So, er will Revanche, ich zeig's euch nochmal, Französisch. Ich kann euch übrigens auch mal die Partie des Jahres zeigen, beziehungsweise gute Partien, die ich letztes Jahr gespielt habe. Videos habe ich darüber nicht gemacht. Ich habe natürlich ganz gute Partien gespielt, aber... Wie gesagt, kostet auch immer ein bisschen Arbeit und Zeit, ja. So, wir haben die Abtauschvariante im Franzosen. Deswegen spiele ich gegen schwache Leute lieber nicht Französisch. So, Läufer E3. Also, ich habe lang rochiert, er kurz rochiert. Normalerweise Bauernsturm mit B4, B5. Aber für ihn und bei mir auch ein Bauernsturm. Aber das ist beides irgendwie nicht der Fall. Gut, jetzt fällt mir gerade schwer, was über die... Oh, er überlässt mir ein ewiges Feld für einen Springer. Ich habe 5 Sekunden mehr auf der Uhr. B5, ach du Scheiße, B5, C6, oh oh. Jetzt kann er natürlich angreifen. Aber ich habe 10 Sekunden mehr auf der Uhr. Na gut, ich meine, es ist klar, wenn ich gegen jemanden mit unter 2000 spiele, ich selbst habe 2600, oh, jetzt muss ich aufpassen, Läufer schlägt F4, dann ist es natürlich nicht besonders zu gewinnen. Also, ich nehme erstmal den Bauern wieder. So, jetzt macht er doch C6. Jetzt hoffe ich, dass mir nicht der Damenflügel... Oh! Ja, jetzt habe ich die Figur eingestellt. So, was machen wir jetzt? Das kann natürlich immer passieren beim Geschwätzpulle, deswegen ist es ja so spannend. So, er muss schon ganz schnell ziehen, noch 4 Sekunden hat er Zeit. Gegen meinen 10 Sekunden. So, jetzt... So, Zeit. Ja. Gut, normalerweise greift man an am Königsflügel, aber das ist mir irgendwie nicht so richtig gelungen. Oh, diesmal spielt er richtig schnell. Oh, schade, Läufer D3. So, das ist ja die Hauptvariante. Ich glaube, ich habe auch noch eine Partie gegen Horst Alber mal gezeigt. So, Springer BD7 ist ein schwacher Zug. Jetzt könnte ich H4 vielleicht... Oh, schade, wäre auch gegangen, aber ich mache mal H4, H5. H schlägt G6. Ich weiß nicht mehr. Irgendwie sowas geht, glaube ich, manchmal.
Ich weiß nicht, Springer E4 oder Springer schlägt D4. So, ich muss jetzt sehen, dass ich irgendwie meine Dame an Königsflügel bringe. Das müsste eigentlich gehen, sowas. Oder ist es nur pures Rumgezocke? Jetzt muss ich mal Dame G4. So, er kann natürlich schlagen auf E4, er kann. Warum nehme ich eigentlich wieder? Er kann Springer F6 spielen, so. Droht erstmal nichts, es droht F schlägt E5. Wobei, dann geht Dame A5 Schach. Also ich will natürlich auf H7 oder H8 matt setzen. Das einzige Problem ist sein Springer. So, ich habe nicht Fe gemacht wegen Dame A5. So, jetzt natürlich F schlägt E, ganz klar. Ach so, er kann mit dem Springer weg, er kann nehmen. Auf E4, da mache ich vielleicht erstmal Schach und dann Springer zurücknehmen. Ja, also von der Zeit ist irgendwie eine klare Angelegenheit. Läufer B4, der muss mit dem Turm dazwischen. Ich kann Springer F6 spielen. Droht Dame G8 matt. Das sollte leicht sein. Ja, wollen wir mal gucken, ob es vielleicht noch einen besseren Gegner gibt. Nicht, dass ich immer nur gewinne. Ich weiß nicht, ich habe Geschwätz Blitz bisher immer nur gewonnen. Geschwätz Bullet. So, jetzt habe ich mal einen 2-2er als Gegner. Mal sehen, ob ich hier auch so vernichtet werde. Französisch. So, E5. Wenn er B4 spielt, mache ich C4. Das ist eine interessante Variante. Dem Opfer aus dem Weg geht, was macht der denn? C3, hä, was war das? Er muss eigentlich mit A3 oder C3 decken. So, jetzt habe ich halt das Zentrum schon. Das ist sehr gut für Schwarz. So. Ja, ich habe überlegt, ob ich E5 spiele. Wahrscheinlich besser. Jetzt stehe ich richtig komisch. Zusammengeknüllt. Geht Dame H5. Dann tauschen wir erstmal die Damen. Machen wir Springer H5. Tausche seinen Läufer mal weg. Dann habe ich das Läuferpaar. Und seine. So. Meine Bauernstruktur ein bisschen wackelig, aber. Oh, Läufer G4 war bestimmt besser. Mache ich es eben jetzt. So. Und E4. Und Figur weg. Beziehungsweise Qualle weg. Was? Was macht er da? Ah, er kann mit dem Turm nehmen. Mist. Ah, ne, das ist egal. So, einfache Figur mehr. Sollte leicht gewinnen. Turm D7, Läufer B6. C4 ist stärker, ja. Also gut, ich muss das noch verwerten. Das ist nicht so ganz leicht. Oh fuck, Turm D8 Schach. Wäre nicht so schlimm gewesen. Oh, Turm D7. Oh. Ich konnte nicht Turm F7 spielen, weil er dann. Weil er dann nimmt. Oh Mann, scheiße. Entschuldigung, wollte ich nicht sagen. Ich stehe immer noch ein bisschen besser. Aber gut, wie gesagt, bei dem Geschwätzbullet kann man sich nicht so sehr auf die Partie konzentrieren, wenn man da nebenbei noch redet. So, ich stehe natürlich total auf Gewinn. Wie so oft. So, jetzt muss ich das noch über die Zeit bringen. Das ist doch alles. Ah! Ey! Ach so, man muss auch sagen, ich spiele ohne Maus, also nur mit Mauspad. Aber er spielt ja noch langsamer als ich. So, und jetzt habe ich den Turm eingestellt im letzten Zug und der überschreitet die Zeit. Ja, Wahnsinn. Och, nee, komm. Komm, ey. Nicht sowas Langweiliges. So, ich spiele so einen langweiligen Pirkaufbau. Ja, ich habe E5 zugelassen. Ich wollte eigentlich im nächsten Zug selbst E5 spielen, aber natürlich. Da muss man immer aufpassen, ja? Sonst gibt es so eine dumme Schablone und der Gegner feuert die ersten 20 Züge in, was weiß ich, 10 Sekunden runter. So, ja, ich habe die. Aber jetzt fällt mir das Reden immer schwerer. Das merkt man irgendwie, ne? Ich habe das Zentrum zugemacht. Ich hätte. Ja, das, so. So, jetzt muss ich irgendwo mit meinem Springer hin. Ich sehe aber nicht wohin. Oh je. Jetzt habe ich einen Bauern eingestellt. Nur auf meine eigenen Drohungen geguckt. Tja. So, jetzt der Springer auch weg. Jetzt stehe ich richtig schlecht. Relativ schlecht. Ah, E4 ging gleich. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht eine Figur verliere. Ah. Auch was gewonnen. Also irgendwie kann ich nicht mehr reden. Aber danke fürs Zuschauen. Also ich mache gleich mal Schluss, denke ich mal. Ich denke, ich mache Schluss oder ich spiele noch so lange, bis ich eine verliere.
Um mal fair zu sein. Das Endspiel, ja, ist kompliziert. Ich will mich nicht festlegen. Nein, ich stehe schlecht. Oh ja, jetzt kann ich da matt gesetzt werden. Nein, ich gewinne Qualle, unglaublich. Stehe ich jetzt doch noch auf Gewinn. Jetzt laufe ich aber hier so durch, Springer D3 geht natürlich. So, und er stellt einfach den Turm ein, das ist natürlich nett. Also ja, das war Riesenglück gerade. Unglaubliches Glück, ja. Macht er wieder die Variante? Oh nein, er macht E-Schlick D. So. So ein bisschen Chikorin-mäßig bei der Abtausch. Da kann ich auch mal die Variante spielen. Was? Er nimmt ja wieder. Er muss natürlich auf D5 schlagen. So. Ey, das war Quatsch jetzt gerade. Jetzt mache ich gerade totalen Unsinn. Dame E5. Pfeffer C5. Ich sehe nur noch die Figuren irgendwie fliegen. So. Er ist ein bisschen gebunden. Ich nehme hier raus. Muss den Springer aber ziehen. Scheiße. Das ist ungünstig. Super ungünstig. Nee. Wenn er A3 gespielt hätte, dann hätte ich Springer zurück und dann hätte er auf B7 nehmen können, hätte er gewonnen. Ach so, das Schach gibt's auch auf H4, ne? Es gibt auch das Schach auf H4, aber das hätte jetzt nichts gebracht. König F1, also wenn ich normal spiele, setze ich ihn gleich matt. Dame G5 wäre auch eine Überlegung gewesen. So, Dame G2. Jetzt kann ich so schlagen, Turm E8 Schach, also das ist doch aus. Ich hätte natürlich auch anders einen Läufer schlagen können. So, Hauptsache er hat keinen. Ne, er hat keinen Dauerschach, keinen Matt. Einfach gewonnen für mich. Gibt er auf? So, dann tauschen wir sicherheitshalber noch die Damen. Mach die weg. Ja. So, und aufgegeben. Na, eine noch? Ja, eine noch. Komm. Ah, er macht wieder eine andere Eröffnung. Skandinavisch. Ah, C6, E6, was ist das denn? Machen wir mal Springer E5. Machen wir mal ganz aggressiv. So. Und lange Rochade, auf geht's. Kann er tauschen oder. Machen wir noch König B1. Und jetzt müsste doch schon irgendwas gehen. Wie sieht's hiermit aus? So, Dame und Turm hängen. So, ja, das hat er interessant gelöst. Er kann auf F2 schlagen und dann kann ich noch D5 nehmen, hab zwei Bauern mehr. Das ist doch eine coole Partie, oder? Coole Kombination. Wahrscheinlich werden die meisten sagen, Hagen, den Gegner hast du doch gekauft. Der stellt ja alles ein. Ich sag, das ist nicht der Fall. So, Turm F1, schön. Noch die Türme tauschen. Wenn jetzt nach E8 geht, verliert er noch den Bauern. So. So, jetzt kann er eigentlich aufgeben. Alles klar. Zum ersten Mal geschwätzbullert, ne? Und das, wie gesagt, in Mainz. In meiner Wohnung. Die meistens. Nee, mein Bruder ist ja meistens in der Wohnung. Alles klar. Ich hoffe, euch hat das alles gefallen, dieses Geschwätzbullert. Ich hoffe, man konnte auch alles sehen. Ja gut, mir sind irgendwann noch die Wörter ausgegangen. Habe ich irgendwie gemerkt. So ein bisschen konnte ich immer noch zur Stellung sagen. Wenn man einen fast gleich guten Gegner hat, dann wird es schwer. So gut. Ja. Ich glaube, das war's. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis bald, meine Fans. Ich liebe euch. Ich habe wirklich noch einige. Also ich bin fast an der Höchst-Elo dran, wollte ich noch sagen. Machen, dass wir das wieder mal so machen. Aber. Ich glaube, ich lege mich jetzt erstmal schlafen und ich höchst Elo kann warten. Ja, letzten Sonntag halt hatte ich eine totale Gewinnstellung. Wenn ich die gewonnen hätte, dann hätte ich jetzt wieder meine höchst Elo und hätte, beziehungsweise hätte im März meine höchst Elo und hätte dann sowieso ein Video gemacht.
Gut, bis dann. Ich melde mich vielleicht, wenn ich in Berlin bin. Mal gucken. Ciao.